Also, jetzt wird's ernst, meine lieben Freunde. Oh Gott. Ha! Ha! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark Wintermute Redux Story Modus. Wir sind immer noch bei der Grauen Mutter und jetzt heißt es aber bald Abschied nehmen, denn die Graue Mutter hat uns ja schon die Kletterausrüstung von ihrer Lilly überlassen und wir wissen auch, wo wir da hin müssen, um zu klettern. Das heißt, das werden wir dann jetzt demnächst machen. Jetzt müssen wir aber erstmal nochmal schlafen, essen, trinken, Zähne putzen, alles was wichtig ist, ne? Also, essen. Guck mal, da ist ja sogar noch was drin hier. Das essen wir gleich mal auf. Deswegen hatte ich auch keine leere Dose bekommen. Das erklärt einiges. Essen wir mal hier das Jerky-Fleisch. Genau, in der letzten Folge haben wir auch eine super tolle Ein-Mann-Packung gefunden. Die ist richtig gut zum Essen und so. Und dann würde ich doch mal sagen, wir nehmen noch, was nehmen wir noch zu uns? Was haben wir hier noch? Haben wir im Schrank noch irgendwas, was kurz vorm Vergammeln ist oder so? Bestimmt haben wir da noch was. Irgendwas nicht so Tolles. Hier die Cracker zum Beispiel, die können wir aufessen. Also, Cracker. Essen. Nom, 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 nom. Da ist sogar noch ein bisschen was drin, 0,2 Kilo. Und dann nochmal trinken und dann gehen wir ins Bett. Und am nächsten Tag müssen wir dringend unsere Items mal ein bisschen aussortieren nochmal. Vielleicht auch nochmal unsere Sturmlaterne voll machen mit Öl und solche Geschichten. Damit wir wirklich gut ausgestattet sind für die Reise, die da vor uns liegt. Denn es wird eine lange Reise, eine beschwerliche Reise. Wir müssen klettern, das zieht unglaublich viel Energie, klettern. Das heißt, da müssen wir uns gut drauf vorbereiten jetzt. Und sollten auch eigentlich möglichst wenig Gewicht dabei haben. Also, schauen wir mal. Nochmal was essen. Wir sollten vielleicht uns auch nochmal eine Suppe warm machen, bevor wir gehen. Könnte schlau sein. So, sehr gut. Und nochmal alle Klamotten auf 100% bringen. Auch wenn das jetzt hier nicht viele Prozente sind, die wir da noch nachreparieren. Egal. Das ist dann auch der Stoff, den wir nicht durch die Gegend schleppen müssen. Die ganze Zeit. Deswegen immer schön reparieren. Genau. Was haben wir hier noch? Die Mütze können wir nochmal reparieren. Ah, können wir nicht. Da fehlt jetzt Stoff. Muss ich nochmal gucken. Haben wir noch was zum Zerlegen? Ja, guck mal hier. Getragene Windjacke. Die Wollsocken machen wir mal kaputt. Und die Windjacke. So, Aktionen. Zerlegen. Gibt ordentlich Stoff. Gib Stoff. Gib Stoff. Zerlegen. Inventar Tetris gehört tatsächlich dazu bei The Long Dark. Das muss einfach sein. Genau, jetzt haben wir hier bei der Mütze, da müssen wir nochmal reparieren. Die 4% reparieren wir jetzt einfach mal. Schön Sachen verbraucht. Nein, 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 abbrechen. Um Gottes Willen, nein. Pff. Oh. Falscher Knopf. Jesus. Oh Gott, scheiße. Beinahe hätte ich die Haie kaputt gemacht. So, wunderschön. Genau, repariert. Jetzt haben wir also unsere Klamotten auf 100%. So muss das sein. Und jetzt würde ich sagen, Bartflechtenverbände haben wir. Es stürmt gerade wieder langsam. Es frischt wieder etwas auf. Wir sollten auf jeden Fall uns mal einen Kaffee kochen. Moment. Stellen wir mal die Dose dahin. Dose Kaffee. Genau. 13 Minuten, bis es gart. Und dann sollten wir mal den Kanister aus dem Schrank nehmen. Und auf jeden Fall mal
Das olle Nähzeug, das angefangene, packen wir jetzt mal weg. Und auf jeden Fall mal die Lampe auffüllen. Die Sturmlaterne. Also komplett auffüllen. Schön reinpinkeln, genau. Genau, jetzt da ein Liter drin. Da müssen wir nämlich jetzt den Dings nicht mitnehmen, den Kanister. Dann können wir den nämlich hier lassen. Der ist nämlich dann auch fast leer eigentlich. Und dann brauchen wir den auch nicht. Dann haben wir nämlich eine schöne aufgefüllte Lampe. Geht das etwa aufs Gewicht von der Lampe, wenn wir die auffüllen? Das ist ja interessant. Das ist mir noch nie aufgefallen vorher. Aber ist auf jeden Fall gut, den Treibstoff dabei zu haben. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch noch ein bisschen Lampenöl rausholen gleich. Und trinken. So, jetzt kriegen wir... Dass es so viel Flüssigkeit zurückgibt, ist natürlich auch krass beim Kaffee irgendwie, ne? So, genau. Jetzt haben wir einen Energiebonus. Da halten wir länger durch. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir haben jetzt hier immer noch zu viel Zeug. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich nehme mal die Hälfte des Leders, lage ich mal hier ein. Die Kaninchenfelle müssen wir mitnehmen, die sind ganz wichtig. Den Stoff sollten wir auch mitnehmen. Die Verbände. Ja gut, wir haben Bartflechtenverbände. Da müssen wir eigentlich jetzt nicht so viele normale Verbände mitnehmen. Nehmen wir mal nur drei davon mit. Wie viel Brennstoff haben wir denn dabei? Ja, wir haben halt viele Bücher dabei, ne? Da ist es eigentlich schlauer, nochmal ein bisschen mehr davon mitzunehmen und vielleicht auch nochmal... Bei Kohle ist halt immer so ein bisschen so ein schwieriges Ding. Die muss eine Weile brennen, bevor... Also da muss das Feuer eine Weile gebrannt haben, bevor man die Kohle hinzufügen kann. Wenn man jetzt nicht genügend Brennstoff dabei hat, um Kohle hinzuzufügen, dann braucht man Kohle auch nicht mitnehmen. Aber Kohle ist halt... Die brennt halt schön lange. Vielleicht ein Nugget Kohle und dann noch das Zedernholz. Weil wir brauchen halt unterwegs auch eine Möglichkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel in einen starken Sturm geraten sollten. Dann müssen wir in der Lage sein, schnell ein Feuer zu machen. Und vor allem auch ein Feuer, das warm hält. Na, da können wir nicht nur mit Ästen hantieren und so. Da müssen wir schauen, dass das Feuer auch was bringt. So, jetzt esse ich hier am besten nochmal so eine Sardinendose einfach. Genau, wie das auch Flüssigkeit zurückgebracht hat, so eine Sardinenbüchse. Interessant, jetzt müssen wir mal schauen. Eine Sache muss ich noch wegpacken. Hier, das Desinfektionsmittel. Das eh so scheiße ist irgendwie, das hält ja gar nichts aus mehr. Das können wir wegpacken, definitiv. Und ich würde sagen, noch zwei Bücher noch wegpacken. Genau. Und dann garen wir uns nochmal einen Kaffee. Erschöpfung verringert, genau. Dose Kaffee. Einen noch. Und dann, meine lieben Freunde, brechen wir auf. Zu der Stelle, wo wir klettern können. Die Stelle, wo wir klettern können, ist an der Orca-Tankstelle vorbei, wo wir schon mal waren. Und dann hinten die Berge rein. Okay. Bei der Brücke waren wir jetzt gar nicht. Hm. Aber ich meine, da ist eh wieder nur Item-Zeug, was wir dann wieder nicht transportieren können. Insofern würde ich mich jetzt tatsächlich auch direkt dahin bewegen. Zur Brücke. Auf zur Brücke! Ja, das sieht doch alles sehr gut aus. Vielleicht sollten wir von den Tabletten tatsächlich eher die haltbareren mitnehmen und die weniger haltbaren eher zurücklassen. Hier, und dann nehmen wir nämlich die Ollen, die nehmen wir hier wieder rein. Genau, so passt das, glaube ich, besser. Und der Kaffee ist fertig, trinken. Ich sehe schon, ich werde hier kaffeesüchtig irgendwann. So, sauber. Jetzt gucken wir mal, haben wir noch irgendwas dabei, was weg kann? Sieht nicht so aus. Das Essen müssen wir mitnehmen, das ist wichtig. Ganz andere Zeug ist auch wichtig. Okay, wir können, glaube ich, losgehen jetzt. Da hatte ich jetzt noch Klamotten dabei, die weg können. Nö. Auf geht's! Auf geht's, los geht's! Auf zum Berg! Warum klettert man auf einen Berg? Na, weil er da ist!
Und jetzt sehen wir auch, es stürmt ein bisschen. Es ist auch ziemlich kalt anscheinend. Aber unsere guten Klamotten und unser Kaffee, was wir jetzt alles dabei haben, das ganze Zeug, schützt uns jetzt ziemlich gut vor den negativen Wettereffekten. Ich glaube, sonst könnten wir hier draußen jetzt gar nicht rumlaufen. Sonst wäre das hier ziemlich gefährlich. Wir werden aber nochmal einen Zwischenstopp in der Tankstelle machen müssen, um uns nochmal aufzuwärmen. Auf jeden Fall werden wir das machen müssen. Sonst geht es doch ein bisschen schnell runter. Oh, hier guck mal, das ist das Blut von unserem Angriff. Von unserem Wolfsangriff. Das bleibt auch liegen tatsächlich. Und zwar relativ lange. Oh nein, die Wölfe sind an der Tankstelle. Sie haben denselben Plan wie wir. In welche Richtung kommt denn der gelaufen, der Wolf? Kommt der jetzt hier die Straße lang? Nee, oder? Uncool. Warte mal, vielleicht wenn ich links lang laufe, vielleicht kann ich ihn umgehen. Gibt es ein ganz schönes Risiko. Sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Sieh mich nicht. Der heult ja. Der läuft ja weg. Der ist abgehauen. Der hat Angst, lol. Ist ja faszinierend. Ist das vielleicht der, den wir bei dem Angriff vielleicht abgewehrt haben? Vielleicht hat er jetzt Angst vor uns. Der ist gerade pfeifend weggelaufen. Komisch. Hat er wohl die Axt auf den Kopf gekriegt oder so. Aber er lebt noch. Er ist nicht gestorben oder so. So, jetzt müssen wir mal schnell hier rein und uns nochmal bei Methuselah aufwärmen an seinem Feuerchen. Und dann geht's weiter zum Berg. Ah, schönes Feuerchen hier. Da müssen wir nämlich nicht selber eins machen. Da können wir unsere Ressourcen noch ein bisschen schonen. Vielleicht noch einen kleinen Snack essen oder was trinken. Eine Limonade. Ja, ich weiß, das Trinken wird jetzt natürlich nicht aufgefüllt, aber egal, das Essen geht dafür ein bisschen hoch. So, dann gehen wir hinten raus, dann haben wir eine kleine Abkürzung. Schön durchs Warme laufen und so. Ich weiß, jetzt hätte ich mir theoretisch noch einen Kaffee kochen können, aber wir gehen jetzt einfach mal los direkt. Und wir müssen da so schräg nach hinten. Da steht irgendwas Rotes da hinten. Ist das hier vielleicht zufällig der Weg zur Kletterpartie? Wie hier Mülleimer rumstehen. Es ist ganz schön stürmisch, also ganz schön gefährlich hier auch anscheinend gerade. Ja, wir laufen richtig, alles klar. Hier ist eine Notiz dran. Ne? Parkhinweis. Aufgrund des tragischen Unfalls befürwortet der Vorstand des Parks von Milton die Nutzung des Kletterbereichs innerhalb des Parks nicht mehr. Zudem beeinträchtigen jüngste seismische Aktivitäten die Sicherheit einiger häufig genutzter Wege und Kletterrouten. Wir überprüfen unsere Sicherheitsrichtlinien und veröffentlichen unsere Erkenntnisse so bald wie möglich. Sehen Sie sich bis dahin bitte von der Nutzung der ausgewiesenen Kletterbereiche im Park ab. Gezeichnet Mr. Antonides, Vorstand des Parks von Milton. Okay, ist offensichtlich ein sehr gefährlicher Kletterparcours da. Egal. Sehe ich da oben eine Hütte? Habe ich da etwa ein Hütchen gesehen? Okay, der Sturm hat nachgelassen. Oh, die sieht aber kaputt aus. Da fehlen ja die Scheiben. Wir sollten trotzdem mal einen kleinen Blick reinwerfen. Vielleicht gibt es ja was Nützliches da drin. Zum Beispiel eine Feuerstelle oder so. Ah, die Scheiben sind doch noch intakt. Es gibt nur keine Tür mehr. Ja, hier gibt es eine Feuerstelle. Limonade gibt's. Hundefutter. Nee, auch eine Orangenlimo. Was ist das? Vlieskappe. I could use this. Abgenutzte Vlieskappe. Eine dicke Kappe aus Baumwollvlies, die den Kopf, aber nicht das Gesicht bedeckt, sollte unter etwas Wärmerem getragen werden. Ist die vielleicht besser als die Mütze, die wir haben? Warte mal. Vlieskappe. Unsere Mütze gibt uns jetzt 2 Temperatur. Hm.
kann die ja mal reparieren. Mal schauen. Mal gucken. 99%. Und die gibt jetzt was? 1,5. Nee. Kann man direkt da zerlegen hier. Bringt gar nichts. Nix bringt das. Oder haben wir den Stoff, den wir reingesteckt haben, zumindest wieder hergekriegt? Huh. Oh, Signalpatrone. Ach ja, habe ich jetzt eigentlich die ganzen Signalpatronen mitgenommen? Die habe ich zurückgelassen, oder? Nee. 7 Signalpatronen, das müssten sie eigentlich sein. Ich weiß halt nicht, wie wichtig die noch werden, ohne Witz. Okay, die Notfallspritze ist geil. Noch eine Signalpatrone. Vielleicht kriege ich auch ein Achievement, wenn ich alle sammle. Aber Achievements sind ja, wie gesagt, eigentlich nicht so eine Priorität. Auf jeden Fall ist es hier drin warm. Geschichte des Zusammenbruchs. Für Orte wie Großer Bär, die ohnehin schon abgelegen waren und unter einem jahrzehntelangen Rückgang der Weltwirtschaft litten, war der plötzliche Zusammenbruch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ohne wesentliche eigene Wirtschaftsfraktion war Großer Bär nun vollständig vom Festland abhängig. Die Bevölkerung wurde mit regelmäßigen Lieferungen vom Festland am Leben gehalten. Verzeihung. Darunter mit wesentlichen Waren wie Brennstoff, Lebensmittel, medizinischen Vorräten, USW. Diese glichen in mehrererlei Hinsicht den Versorgungsrationen während des Zweiten Weltkriegs. Habe ich das nicht schon mal gelesen? Irgendwie kommt mir das ja bekannt vor. Die umfassende, auch die Demontage. Dies umfasste auch die Demontage der Sperrindustrie. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Ich nehme es trotzdem mal mit. Sind diese Bücher eigentlich auch? Machen die Gewicht irgendwie? Also diese Hefte und so? Wo werden die eigentlich gelagert? Die werden, glaube ich, hier im Tagebuch abgelegt. Die machen, glaube ich, kein Gewicht, oder? Das wäre irgendwie ein bisschen fies, wenn das aufs Gewicht drauf ginge. Es wäre realistisch. Aber es wäre auch fies. Climbing Area. Okay, da vorne. Schauen wir uns das mal an. Die Klettergegend. Erstmal hier hingucken. Licht aber nichts. Picknickplatz. Und hier ist die Klettergegend, okay. Und, das ist mal ein Ausblick, meine lieben Freunde. Guckt euch das nur an. Seht nur. Seht diese weite Welt. Was ist das da hinten? Ist irgendwas auf irgendwas gestürzt? Eine weite Welt, eine weite Berglandschaft. Nicht schlecht. Da kann man auch mal speichern direkt. Oh Gott, da müssen wir uns jetzt gleich durchschlagen, ne? Ich wollte es euch nur noch mal so gesagt haben. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. Ja, das ist eine Warnung, glaube ich. Das ist eine Warnung, dass man sich jetzt gut ausrüsten soll. Weil man sehr wahrscheinlich bald hier nicht mehr sein wird. Wartet mal, ich sehe gerade. Dadurch, dass wir jetzt das Kletterseil hier angebracht haben. Und wir haben das ja, also wir können das ja nicht mitnehmen. Also wir können es ja nicht oben wieder abbinden und mit uns mitnehmen. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall nochmal hier hinten reingehen und wenigstens noch die Traubenlimo mitnehmen. Denn so viel Wasser haben wir gar nicht dabei. Es könnte sein, dass das Zeug dann nämlich uns das Leben rettet, wenn wir da jetzt uns durch die absolute Mega-Wildnis durchschlagen müssen. Also jetzt lieber nochmal ein bisschen was mitnehmen. Bevor wir hier jetzt darunter gehen. Deswegen suche ich jetzt hier auch nochmal überall. This could be really useful. Ja, okay, nehmen wir mal mit den Metallschrott, auch wenn der ziemlich schwer ist und wir den eigentlich jetzt erstmal ohne Werkbank nicht verwenden können. So, immer schön alles durchsuchen hier. Und dann, genau, hier nochmal was zu essen mitnehmen. Wunderschön. War hier noch was? Nee. Das können wir noch zu Brennstoff zerlegen. Genau, Altholz und so. Ganz wahnsinnig wichtig. So. Dann trinken wir jetzt hier gleich noch die olle Limo. Und dann geht's los. Haben wir uns nochmal mit dem Nötigsten versorgt.
Denn da unten, in diesem Tal, wo wir jetzt gleich hinklettern werden, ihr habt es schon gesehen, ne? Da ist nix. Da ist kein Haus und so. Das heißt, das wird jetzt echt lustig. Da müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Da gibt es nur Tiere und das war's. Vielleicht ein bisschen Holz. Werkzeug wahrscheinlich auch nicht. Also, jetzt wird's ernst, meine lieben Freunde. Oh Gott. Ha! Ha! Shit. Runterklettern! Er schnauft schon ganz schön beim Klettern. Ja, das zieht auch ganz schön Energie raus. Aus dem Auge, da links unten. Oh nein, nicht gut. Leichte Prellung. Ja. What the hell? Aua. I guess that rope was older than it looked. Okay, also wir kommen wirklich nicht mehr zurück. Dann jetzt erstmal satt essen und trinken. Okay. Hä, hat er sich nicht was gebrochen? Offensichtlich ja nicht, ne? Alles gut. Er hat nur ein bisschen Energie verloren, aber sonst. Okay, dann müssen wir uns jetzt hier durchschlagen, meine lieben Freunde. Das kann ja was werden. Ich glaube, diesen Bereich kenne ich auch noch nicht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müssen wir gleich mal gucken. Was ist, was steht hier? Was ist das? Climbing Area, genau. Da brennt ein Feuer. Lebt da jemand oder ist da jemand gestorben? Da ist noch auf jeden Fall Raben, aber das ist ein Rehkadaver. Ob Astrid hier durchgekommen ist und sich da was gebaut hat? Nee, das ist nicht. Das ist wer anders. Wer ist das? Schon wieder Methuselah? Methuselah? Methuselah schon wieder! So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I'm an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. The end of Milton's story is a sad one. Too many people lost after already too much suffering. You chose to take mercy. To save a life that probably didn't deserve to be saved. You mean the convict? How'd you know about that? Whispers in the wind. That bastard deserved to die, all right. But it's not for me to pass judgment on that. Let's hope you hold on to your merciful ways when the new world doesn't just grind you to dust. Look, my friend is out there. I'm gonna find her, and then we're gonna get out of here. The power's gonna come back. They'll get the roads back open. Milton will recover. Everything will go back to being the way it's supposed to be. How do you know this isn't how things are supposed to be? Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. Hmm. I have a feeling you're going to need it.
Also das ist sehr merkwürdig mit dem Methuselah, ne? Der saß doch gerade eben erst noch in der Tankstelle. Und wie ist er denn an uns vorbeigekommen? Er muss doch irgendwie hier runtergeklettert sein. Irgendwie. Und diese ganzen Sachen, die er so erzählt, von wegen, ja, die Apokalypse, vielleicht muss es ja so sein. Und du hast ja da diesen Häftling gerettet, der eigentlich nicht gerettet werden sollen, so nach dem Motto, nach den Taten, die er begangen hat. Woher weiß er das? Whispers in the Wind? Ich meine, das wirkt so wie, keine Ahnung, dass er irgendwie der Geist der gegenwärtigen Weihnacht ist irgendwie und hier immer wieder auftaucht als moralischer Kompass oder so. Und immer mal so ein bisschen die Sachen bewertet, die wir machen. Kann ich dein Essen klauen? Das ist auch so auffällig, ne? Ich klaue ihm die ganze Zeit sein Essen, er beschwert sich darüber gar nicht, ne? Als wie so, ja, na, mach mal hier, komm, und so, ne, und da. Da sage ich ganz ehrlich, meine lieben Freunde, der ist entweder ein Außerirdischer, ein Geist oder beides. Oder er weiß mehr, als er zugibt. Oder er ist dafür verantwortlich. Genau, Methuselah ist dafür verantwortlich für das, was hier passiert. So ist nämlich die Lösung, meine lieben Freunde. Und ich esse jetzt ein Kaninchen auf. Ha! Nimm das, Methuselah! Nee, es ist schon irgendwie merkwürdig. Vor allem, wie ist er denn an mir vorbeigekommen? Also er muss ja irgendwie an mir vorbeigekommen sein. Wann? Wie hat er das gemacht? Kann er fliegen? Kennt er eine Abkürzung? Nicht mal die graue Mutter kennt eine Abkürzung. Die hat mich ja auch über das Kletterseil da runtergeschickt. Oder der hat sich vorher an dem Kletterseil zu schaffen gemacht, ist runtergeklettert und deswegen ist es gerissen. Nicht, weil es zu alt ist, sondern weil er so dick war und vorher dran runtergeklettert ist. Weil er sich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Sachen vollstopft. Ich trinke jetzt den Kaffee. Man konnte jetzt auch nichts mit ihm noch irgendwie besprechen oder so, ne? Das war jetzt einfach nur so eine kleine Episode. Okay, meine lieben Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge, The Long Dark, zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, The Long Dark, Wintermute, Story Modus Redux. Bis dann, ciao, ciao.